Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, ich wollte mir jetzt die nächste Quest raussuchen und naja, ich wurde jetzt gerade angerufen, während ich mir einen Kaffee eingeschenkt habe. Und naja, gut, ich habe jetzt noch nicht weitergemacht, ich habe schnell Escape gedrückt. Wie diesmal? Enttäuscht? Fuck, tut mir leid. Hab keine Ahnung, wie das bei euch läuft. Stell dir einfach vor, Johnny wäre nur ein Passagier. Ich ihn kenne, wird er sicher schwarz. Egal. Ich sitze hinterm Steuer. Und so soll es auch bleiben. Alles klar. Du reichst auch. Ich meine, cool. Geht's um was Bestimmtes, Carrie? Hab nen Job. Ein von der Sorte gemacht ist für dich. Lass uns Ecke Gray und Malagra treffen. Früh morgens. Cool. Okay. Ja gut, eigentlich wollte ich jetzt was anderes machen, aber dann machen wir jetzt das. Dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich nur ein bisschen zur Schnellreise gelaufen. Dann kriege ich mal hier gleich einen Anruf rein. Ein vielbeschäftigter Mann sind wir. Ein vielbeschäftigter Mann. So. Hier möchte er sich jetzt treffen. Na gut. Warten wir auf ihn. Ja, wo ist er denn jetzt? Du bist hier. Das ist Nova. Steig ein, wir machen eine kleine Rundfahrt. Es ist, du hast so viel Geld und dann... Nee, ich sag mal nichts. Als ich dich da neulich gesehen habe, dachte ich nur, der Typ hat echt Eier. Und für diesen Job hier brauche ich jemanden mit richtig dicken Teilen. Hoffentlich kann er sich bei all den Hoden-Fantasien noch aufs Fahren konzentrieren. Carrie hat ständig Unfälle gebaut. Ist das deine Karre? Um Gottes Willen, nein. Geliehen. Können Sie also ruhig schrotten. Das ist der Plan? Fuck, wusste ich's doch. Womit können meine Eier dir denn heute dienen? Wie, ein paar Leute in dieser Stadt sind komplett durchgedreht. Du hilfst mir... dieses Drecksloch, das wir zu Hause nennen, wieder zu richten. Aha. Und wie genau mache ich das? Kennst doch diese Girl Group Us Cracks, oder? Drei Mädels aus Japan, Elektropop-Scop. In Asien der Hit, aber wer ist das nicht? Jetzt haben sie jedenfalls eine NUSA-Tournee geplant und wollen als Promo meinen Song covern. Kannst du das fassen? Sowas lasse ich nicht mit mir abziehen. Okay, wie lautet der Plan? Der Truck mit ihrem Equipment kommt hier lang. Hab einen Tipp bekommen. Wir machen's oldschool und sprengen das Scheißteil. Ohne Gier müssen die Schlampen ihre Konzerte absagen. Carrie löst seine eigenen Probleme? Früher hat er immer seine Anwälte alles regeln lassen, während er seinen Arsch am Pool gesonnt hat. Muss wirklich was richtig Abgefucktes sein. Wir sind gleich da. Da wären wir. Na denn? Kofferraum. Nimm raus, was drin ist. Nicht schlecht. Ziemliches Arsenal. Wir kämpfen für Freiheit. Künstlerische Freiheit. Na los, fangen wir an. Ich weiß doch, wie Carrie tickt. Hier geht's um was anderes. Aye, aye, Sir.
Wusstest du, dass sie genau hier Ivy Coma getötet haben? Die D-Jane? Ein getarnter AV ist ihrer Limo gefolgt. Ist nicht viel von ihr oder der Limo übrig geblieben. Dabei war sie gar nicht das Ziel. So ein Biotechniker-Anzug war damit beschäftigt, ihr die Muschi zu lecken, als gefeuert wurde. So wurden die Leichen gefunden. Oh Mann. Leg sie hier raus. Okay. Verstecken, schnell! Der platziert jetzt hier wirklich eine ganze Nadelfalle. Na gut. Und jetzt? Jetzt warten wir. Automatisierte Module, hohle Nägel für bessere Fahrzeugkontrolle. Standardmäßige Polizeitech, die Granaten auch. Wo hast du das Zeug her? Da, wo man auch Designerdrogen, unpatentierte Audiovox und frische Yubaris herkriegt. Schwarzmarkt? Nö, Fans. Da ist er, auf die Minute. Showtime. Ich schnapp mir den Fahrer, du seinen Schuhm. Die müssen raus aus dem Truck. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was zur Hölle soll das? Raus auf den Boden. Hände da, wo ich sie sehen kann. Raus auf den Boden, sofort! Hey Mann, hör zu! Runter, habe ich gesagt! Hey Mann, runter mit der Waffe. Lass uns reden. Nicht ein Wort. Es ist gleich vorbei. Na, verdammte Scheiße. Die ID-Karte, schnapp sie dir. Mach hinten auf. Halt still und mach keinen Scheiß. Was ist drin? Muss dein Glückstag sein, Carrie. Alles vollgestopft mit Gear. Mixer, Lautsprecher, Schlagzeug, ellenlange Kabel. Scheiße, ja, Volltreffer. Gut, Freunde. Und jetzt rennt und guckt nicht zurück. Ich sagte, ihr sollt euch verpissen, verdammt. Und nun zum großen Finale. Hier soll nur noch eine schwelende Pfütze aus Chrom und Plastik übrig bleiben. Du bist der Boss. Lass ihn brennen! Ich glaube, das war die falsche Granate. Gut. Wir müssen erstmal neue Granaten ausrüsten hier. Brandgranate. Ich glaube, das war die hier, oder? Zumal die bauen so komisch zurück. Guter Komplize, wie? Respekt, Carrie. Das war nur ein Truck voll Ramsch für japanische Plastikpuppen. Und er könnte genauso gut einen Popcornstand hochjagen. Aber trotzdem ein Riesenschritt. Ich erkenne den Bastard kaum wieder. Brennt ganz schön hell. Das gebe ich zu. Aber was hast du eigentlich davon? Wenn die kleinen Schlampen auf meinem Rücken zum Ruhm reiten wollen, haben sie sich geschnitten. Weißt du, was ich opfern musste, um es so weit zu bringen? Was ich für den Erfolg bezahlt hab? Und diese 10 Annie-Huren klauen meinen Song und denken, ich lass das zu? Diese ignoranten Fotzen. Ja, Erfolg. Immer ein Wunderpunkt für Carrie. Nichts hat sich geändert.
Wär's nicht besser gewesen, du hättest einen Anwalt eingeschaltet? Du hast gut reden. Ich hab so oft gelächelt und Papiere unterschrieben. Das reicht für ein Leben. Das hier ist eine Botschaft von mir. So macht man in Night City Geschäfte. Cops, hauen wir ab. Fahr du, schaff sie uns zum Arsch. Okay. Na denn? Komm rein hier. Oha. Ich hasse diese verfickten Stopplutscher. Das letzte Mal, dass ich vor Cops geflohen bin, war 2020. Mit Johnny. Obwohl wir total zugedröhnt waren, haben die Bullen uns nicht erwischt. Diese Deppen haben keine Chance. Sind sie los. Du bist nicht billig, aber jeden Eddie wert. Gute Arbeit. Noch habe ich keinen Annie gesehen. Okay, lass mich an der Carnitas raus. Okay, halt, stopp. Einmal rumdrehen. Und dann einmal zur Adresse fahren. Jetzt ist es auf einmal so ruhig. Okay, hier sollen wir lang. Na, zeig mal, was du jetzt so drauf hast, kleines Autochen. Ich hoffe mal nicht, dass sie das Kennzeichen aufgeschrieben haben. Na, das Auto brennt immer noch. Sorry. Sag mir nicht, dass ich... Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Na, komm. Raus mit der Karre. Hat ja gesagt, die können zu Schrott gehen. Dann halte ich mich auch da dran. Jetzt muss ich mich nur ein bisschen konzentrieren, weil so ist das Fahren immer extrem schwierig. Eieieiei. Ja, komm. So, kriegen wir es hin. Sind nur noch 500 Meter. Also Bremsmanöver sollte ich damit jetzt nicht durchführen. Aber jetzt sagt er schon die ganze Zeit nichts mehr. Mensch. Trau mich aber nicht, die Kameraposition umzustellen. Gibt nachher nur wieder Ärger. Das Manöver habe ich ja schon ein bisschen besser hingekriegt. Cary Eurodyne ist in so einer Drecksbude? Chumbata. Hier gibt's den besten Kaffee der Stadt. Zäh wie Teer. Und Stammkunden kriegen das ungespritzte Zeug. Komm, ich lade dich ein. Wow. Kaffee mit einem Rockstar? Na gut. Einmal ist immer das erste Mal. Na, ja, wollen wir mal einen Kaffee Anfang trinken? Anfang von Samurai gehen jeder Annie für Gitarren und Saiten und so drauf. Dann halt nächstes Jahr. Weißt du? Ja, klar. Stimmt. Hey, Rachel! Morgen! Ich kenne diesen Laden. Diesen Geruch. Aber woher? Hätte ein ganz ruhiger Tag werden können. Ne? Wir waren total pleite. Sind aber trotzdem jeden Tag über die Straße zu Caliente gegangen. Vollgefressen und literweise Kaffee gesoffen. Johnny meinte, so hungrig und high wie wir waren, hätten wir sogar die Pappkartons der Penner draußen gefressen.
was natürlich nicht stimmte. Das Übliche, Mr. Eurodyne? Doppelter Espresso, Jamaika Blend, schwarz, kein Zucker. Kein Problem. Und für dich? Dasselbe wie er. Gern, bin gleich wieder da. Boah. Scheiße, ich komme gerade erst runter. Wow, war das irre. So habe ich mich seit Memphis nicht mehr gefühlt. Letzte Tournee, letztes Konzert, die kreischende Menge, ich auf der Bühne. Fuck. Musste gerade wieder an die Fotzen von Astrix denken. Glaubst du, das war's? Du hast echt einen Hass auf die, oder? Guck mal. Unerträglich. Und die Scheißnummer ist ihr größter Hit. Fuck. Jeder könnte solche Hits landen. Selbst du? Wirklich? Übertreibst du nicht, Carrie? Die Mädchen wollen nur Spaß haben, deinen Song singen. Für Millionen von Fans. Davon profitierst du doch auch. Nein, 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 nein. Weißt du, wie Askrex angefangen hat? Ein paar MSM-Anzüge haben Millionen locker gemacht, um der Welt diesen Haufen Scheiße schmackhaft zu machen. Und die Welt hat's wie immer geschluckt. Und ich soll Teil davon sein? Ah, irgendwas sagt mir, hier geht's nicht um Kunstfreiheit. Auch nicht um Eddies. Du hast Angst, Carrie. Ich hab nur Angst, dass Johnny recht gehabt haben könnte. Was sollte Johnny damit zu tun haben? Naja, er meinte, ich würde Samurai fürs Geld verlassen. Und den Ruhm. Was nicht stimmte? Nee, stimmte, gebe ich zu. Aber er meinte auch, ich würde mich zur Konzernhure machen. Und gegen den Vorwurf wehrst du dich? Das mit Askrex. Was, wenn ich auch nur ein Produkt bin, wie diese Puppen, in dreckigem Geld ertrinke, statt drin zu schwimmen? Der Kaffee schmeckt gut. Hör mal, auch wenn ich dich nicht wirklich gut kenne, weiß ich, du hast die Seele und die Eier eines Rockstars. Danke. Diese Stadt verzeiht nichts. Sie schluckt alle. Aber du hast überlebt. So habe ich es noch nie betrachtet. Könntest recht haben, Mann. Ich muss los, wie. Danke für... Weißt schon. Keine Ursache. Nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Er trinkt ja seinen nicht. Mach ich meinen wenigstens leer. Okay. Rebell, Rebell. Abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier jetzt eine Schnellreise irgendwo in der Nähe ist. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Irgendwo. Ja, irgendwo hier hinten soll eine sein. Ich will den anderen Port noch nicht. Da ist sie. Ich sehe sie. Noch nicht wegpacken, weil da ist ja die andere Quest, die wir noch machen wollten. Weil gerade sowas wie Skippy-Questen sind ja schon gar nicht mal so verkehrt. Ich finde die voll cool. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin.
Jetzt wäre ich meiner schon wieder zur Hauptquest gelaufen. Mal wieder. Das wollen wir ja noch nicht machen. Wir wollen ja sowas wie Skippy noch sehen und so. So, und hier in der Nähe sollte jetzt eigentlich auch... Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Überfall, den wir uns schnappen können. Dann holen wir uns den doch mal. Hat Skippy ein bisschen was zu tun? Oh ja, hör nicht auf. Aber du geil, hör nicht auf. Na gut, dann räumen wir hier oben mal kurz auf. Verbrechen und so, ne? Oh. So, dann hier einmal hoch. Ist auch noch ein Toter. Hoppala. Ja, aber das hat gut gepasst. Nein, nein, nein! So läuft das hier nicht! Genau, so läuft das hier nicht, Mädel. So, Skippy. Haben wir alle? Leute! Nicht nur die. Na, noch jemand hier? Nehmen wir hier schon mal alles Beweisende mit. Ach, da ist er. Das ist einfach nur cool und man braucht... Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke, Chumba. Bitte, Chumba. So, Komponenten haben wir ja auch gleich gekriegt. Sehr gut. So, dann auf zum nächsten. Alle hab's. Und jetzt hier einmal runter. Pendejo. ¿Qué pinche jueguito es este? Al carajo, órale. Ich habe jedes Wort verstanden. So, dann wollen wir mal gucken hier. Was soll denn das jetzt hier sein? Ist es oben vielleicht? Oder ist es unten? Nein, hier müsste das irgendwo sein. Ah, hier. Hey, Keule. Ist hier Fehl am Platz? Ist das keine Bar hier? Doch, aber es ist unsere Bar. Steh auf, wir gehen spazieren. Hey, lasst ihn in Frieden, Cabron. Wie? Bring den Ärschen bei, wie man sich in meiner Bar benimmt. Was geht dir nicht an? Du hast Pepe gehört. Zeit für einen Spaziergang. Verpiss dich. Oder du kriegst ein Klingenimplantat in die Rippen. Glaubst du ernsthaft, du bist schnell genug mit der Klinge? Tatsächlich? Du hast ein Loch in der Brust, noch bevor deine Synapsen auch nur dran denken. Aber hey, man kann's ja mal ausprobieren. Was? Komm, lass gut sein, Pedro. Das ist es nicht wert. Yo, fick dich, Carajo. Scheiß Punk. Was ist denn passiert? Gab ein Problem, aber das ist jetzt gelöst. Verdammt. Tut mir leid, ich hatte einen zu viel. Was für eine Nacht. Warum hast du mir geholfen? Wenn man dir die Knochen gebrochen hätte oder Schlimmeres. So eine Scheißstadt, nichts als Verbrecher. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt ganz sicher. Hier, das ist für dich. Den Rest hat der Barkeeper. Okay, danke. Haben sich auf ihn gestürzt wie Haie, die frisches Konzernblut riechen. Hätte böse ausgehen können wie... Tja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Lass uns auf dich trinken, Held. Geht aufs Haus. Na denn? Dazu sage ich nicht nein. Auf das Glück und den Wohlstand. Müde? Und ob. Ich schieb ne Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö. Will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre. Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug.
hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey, wo wir gerade übers Geld sprechen, brauchst du Arbeit wie? Gut bezahlte Arbeit. Erzähl mir alles. Es geht um meine Frau, ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem? Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen oder eben jemanden wie dich anheuern, um das zu regeln. Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden. Aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Was für eine Frage ist das denn? Eine ganz einfache. Also? Ich will ihm in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Ich werde sie beschatten, ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht wie ein brennender Autoreifen. Wie die Hälfte dieser Stadt. Also, sie trägt heute eine pinke Jacke und eine blaue Handtasche, glaube ich. Farbenfroh. Sie putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür, hm? Okay, gut. Ich mach's. Du bist ein Held, wie... Das bedeutet mir eine Menge. Okay, gut. Schummrige Bars, Verrat, eine verführerische Frau. Alles wie in einem Schundroman. Pepe war es gewohnt, den Klagen seiner Kunden zuzuhören. Doch diesmal war er es, der etwas loszuwerden hatte. Es war die gleiche Geschichte wie immer. Eine untreue Frau in einer Stadt der verlorenen Herzen. Fertig? Ich muss mich konzentrieren. Okay. Gut. Arbeitsplatz der Frau. Ob das jetzt tagsüber ist? Man könnte sagen früh morgens, ja, aber... Gut, mal gucken. Was wir da jetzt gleich machen müssen. Ich machte mich also auf den Weg, die Frau zu finden. Die Frau mit pinker Jacke und dem schmutzigen Geheimnis. Hör auf, Johnny. Okay. Jetzt brauchen wir jemanden mit pinker Jacke. Die eine Raucherpause macht. Und da haben wir sie. Da war sie, die Frau in Pink. Herzensbrecherin. Gehüllt in kaltblauen Zigarettenqualm. Ich folgte ihr. Die Leiden des jungen Vi. Bist du bald fertig? Ich kam zu nah, hab sie beinahe verschreckt. Vorsicht ist eine Tugend. Ich weiß, ich weiß. Gut, spielen wir hier mal ein bisschen Privatdetektiv. Ja, schönes Poster, schönes Poster. Schönes Poster. Läuft sie denn ganz hin, ey? Na, da ist was abgesperrt, aber... Bleib mal so immer bei 15 Meter Abstand. Die Frau sah sich um. Irgendwas lastete auf ihr.
Vielleicht war es mein Blick. Mach weiter und ich kotz gleich. Ende der Geschichte. Na gut, laufen wir langsam weiter. Nur 10 Meter. Herz. Finden wollte ich nicht. Na komm. Die Frau sah einen Penner, machte einen Bogen um ihn. Sie wollte ihr Kleid nicht beschmutzen. Ihr Gewissen war befleckt genug. Im Ernst, womit habe ich das verdient? Das frage ich mich auch. Wieder ein beinahe Zusammenstoß. Sie zog mich an, wie ein eiskalter Magnet. Ugh, hör auf. Aber er versucht es gerade ein bisschen spannender zu machen, weil, ne? Wir müssen baiten. Na komm. Okay, ich laufe jetzt einfach. Wo sind sie denn gerade hin? Die Frau verschwand in einem Gebäude, das ähnlich wie ihr Gerüst aus Lügen bald in sich zusammenbrechen würde. Ach, vielleicht gut, dass ich bald tot bin. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo sie ist. Oh lala. Hey, hey, du, was machst du hier? Fuck, Cynthia. Du solltest doch aufpassen, dass dir keiner folgt. Ist egal. Hab genug gesehen. Aber, hä? Was soll das alles? Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Doch die besten Lügner haben die schönsten. Wo nimmst du diese Zeilen her? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Beim Fremdgehen erwischt. Na denn. Rufen wir mal Pepe an. Alles erledigt. Ich bin deiner Frau in eine abgehalfterte Wohnung gefolgt. Drinnen wartete ein Mann. Wusste ich's doch. Und? Was noch? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich will's auch nicht wissen. Hab meinen Job erledigt. Jetzt kommst du. Wo sind meine Eddies? Ha! Ich dachte, ich wäre mehr als nur einer deiner Auftraggeber. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Man sieht sich. Wie? Stille legte sich wie eine Decke über die Stadt und erstickte die Schreie nach Liebe. Es war Zeit für einen Drink. Na also, ein Happy End. Taugst ja doch als Erzähler. Aber warum, hä? Ich habe wohl wahrscheinlich die falsche Antwort gegeben. Ich wollte eigentlich nur, dass sie aufhören. Nicht schlecht. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.